Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem betrübten Part, The Evil Film. Ganz knapp sind wir gestorben im letzten Part gegen den Kettensägen-Heini und naja. Ja, ich bin nicht begeistert. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin nicht begeistert. Also sollen wir auch machen, das Ziel ist halt beschissen, da müssen wir nicht drüber reden. Er hat uns einmal erwischt mit der Kettensäge und dann war es schon so gut wie vorbei und es war auch leider vorbei. Wir können noch Bolzen herstellen? Was denn? Blendies? Ja, lass mal ein Blendy herstellen. Für ihn. Außerdem ist hier noch ein Fass, was wir mitnehmen können. Ja? Gegen den Heini. Und wir machen weiter natürlich gegen den Heini, aber. Wo war noch das Fass? Wo war denn das noch? Hier war doch noch irgendwo ein Fass, was er nicht mitnehmen. Wo ich meinte, yo, das heben wir uns auf, das nutzen wir noch. Ich weiß nicht, ob wir das schon drin getreten haben oder nicht. Ne, hier ist eins. Ah ne, das ist das schon, okay. Ist dann hier noch irgendwo ein Fass? Ich glaube ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mitgenommen habe. Weiß es nicht. Müsste hier sonst gewesen sein? Ne, ich sehe keins. Also scheint alles drinne zu sein. Okay. Okay. Dann habe ich wohl schon mit reingetreten. Also ich bin komplett durch den Wind, aber wie könnte es auch nicht sein, ne? Bei all der Scheiße, die abgeht. Hoffe, wir können den Schlüssel auch collecten, nachdem wir den Heini diesen Part hoffentlich besiegen werden. Ja, jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden, ohne den Fight zu triggern, weil ich will vorher gerne das Benzin-Dings da haben, das Fass da haben. Wobei, vielleicht sollte ich ihn erst blenden, das wäre eine gute Idee. Ja, das wäre eine gute Idee, ihn erst blenden und ein Messer rein und dann passt das. Dann machen wir den Rest, würde ich sagen. Weil es hat gut funktioniert, wo wir das gemacht hatten in dem Fight gegen ihn. Wo wir ihn ja mehrfach geblendet und gemessert haben. Weil wir hatten ja nicht einmal die Falle aktiviert, was eigentlich der Weg ist, wie man ihn besiegt, aber. Also der beste Weg wäre, ihn zu besiegen, aber das haben wir ja leider nicht geschafft gehabt, aber egal. So. Ist halt auch die Frage. Wobei, wäre es nicht auch sinnvoller, wenn wir von der anderen Weg gehen? Wäre vielleicht auch sinnvoller. Versuchen wir es einfach mal. Ich habe das ja versucht, das Fass da reinzutreten, das geht leider nicht so schnell. Das wusste ich auch gar nicht mehr, dass es dann direkt losgeht. Sobald wir da sind, sobald wir dort sind. Ah, das wird halt nicht getriggert, wenn halt noch einer von den Snipern da lebt. Also einen von den Geschütztürmen da. Von Geschützcontainern eher gesagt, ne? Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Ja. Rar! Halt's Maul, Alter. Boah, hier nicht rum, du Sau. Können wir das anzünden eigentlich direkt? Wobei, ne, wir schießen ihn weiter mit hier einmal in dein Arschloch und einmal in deine Wampe. Oh shit. Indem wir in meine Wampe Dings in Sebastians Wampe Dings wollten. Der Fight hier ist auch, naja. Schwierig. Gegen den muss man leider immer Respekt haben, den Typen. Ah gut, ich meine, der hat eine freaking Kettensäge, also Kettensäge. Nein, er hat das Fass gekillt, die Sau! No! Da gehen unsere Chancen hier zu gewinnen. Egal, ich gebe ihm noch einen Hit mit. Der Schlüssel ist weg! No! Der Schlüssel ist weg! Scheiße. No, wir haben uns den so verdient und dann. Nur weil ich den Fight hier vergeigt habe, ey. Okay, cool. Nein! Hau auf! Wir gehen noch nicht weiter. Habe ich meinen Schlüssel? Halt's Maul, halt dein blödes Maul, halt bloß dein blödes Maul. Noch ein Bund von dir, Junge, ich mach dich kalt, Junge. Kann voll mit denen sein, ja, mit deiner Mama war auch voll, Junge. Wo ist die Statue? No freaking way. No freaking way, wir müssen sie liegen lassen, oder? Scheiße, ey. Kann ich hier nicht hoch, nein? Ach man. Also der Hebel war halt dafür ein Auslöser, dass die ganzen Viecher halt auf einen kommen und so. Und die
Schützen da aktiviert werden und naja. Dafür war der eine Hebel da. Was haben wir hier? Meine Statue? Ja, da oben, ne? Ja. Funktioniert nicht. Ich will den Schlüssel haben. Wir haben uns den verdient, ey. Ach Mann. Das ist uncool einfach. Oh, wir haben ihn. Geil. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Aber obwohl ich das Spiel mehrfach durchgespielt habe, lerne ich immer wieder neue Dinge über das Game kennen. Das ist einfach crazy. Jetzt muss doch hier irgendwo der. Ja, okay, wir haben ihn. Oh, gut. Gut. So. Vertraute Musik, die ich sehr gerne höre. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ach, das ist ein Aufzug? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Kollege. Ja, auf und dass er feststeckt, auch nicht. Josephs Bemerkung des Offensichtlichen geben mir auch die Nerven. Das also hat ihn blockiert. Das also. Also du kannst gerne seinen Platz einnehmen. Hätte ich kein Problem mit. Ja, also ich trete dich auch gerne dann wieder aus dem Aufzug raus. So, aber erstmal, Kollege. Ja, Body blockt auch noch den Weg, die Sau. Natürlich blockierte Kartenfragment 11. Wir haben auch lange keine Notizen und weiteres mehr gefunden, ne? Ich hoffe, wir haben da nichts übersehen. Genauso wie auch Tagebucheinträge. Das wäre lächerlich. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten im Mai war und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich mit allen Fasern meines Körpers dich. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue, mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du solltest wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser Welt, auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Raue Welt, die Welt ist scheiße. Aber ich feier's so. Also was heißt, ich feier's, aber ich find's gut, dass es so ist, weil so habe ich halt die Distanz und den Abstand, den ich brauche. Und in den Spinnen ist nichts drin, was für ein Scam. Egal, gehen wir rein durch den Spiegel. Spieglein, Spieglein. Kaputtes Klo? Weiß? Weiß? Kaputte Waschbänken? Wieder hier. Schon wieder hier. Ja. Leider können wir die Kartenfragmente nicht mehr alle abschließen, weil wir irgendwo, wo auch immer, welche übersehen haben. Ich weiß nicht wo, aber es ist leider so. Egal, bitte geh. Gib geh. Yes, danke schön. Oh, 7. Nice. Nice. Wir können skillen gehen. Wir können skillen gehen. Haben wir eigentlich Spritzen? Nee, ne? Super. Ist ja ganz toll, ey. Da können wir mehr mitnehmen, aber trotzdem haben wir keine. Also ich werde die Lebensanzeige auch mal skillen, weil das geht halt auch nicht, dass wir so viele unnötige Morde haben und so. Dann wird auch mal Zeit, dass wir es mal skillen, so. Sind wir ganz ehrlich hier. So. 30k dafür weiß ich jetzt nicht. So. Okay, wir haben 120 jetzt Energie. Die Bolzen. Andererseits haben wir eh viel zu wenig dafür. Um auch nur annähernd was zu machen zu können. Granaten. Granaten finden wir nicht so viel. Wir finden am meisten hiervon. Sniper-Muni brauchen wir auf jeden Fall. Falls ich was verschiebe und so. Schieße und so. Und ich bin ein guter Sniper. Für gewöhnlich, aber hier muss ich mich wieder reinfinden. Deswegen. Ja. Ah, 12 kostet das, okay. Stimmt, bei der Sniper wollte ich ja auch auf Dings gehen. Auf. Darf ich nicht? Was für ein Scheiß, ey. Vielleicht Shotgun auf Crit noch? Wobei, erstmal machen wir einfach, dass wir noch mehr tragen können. Einfach. Wobei, an sich geht das auch fit, ne? Ja, wir schießen ja auch viel. Außer hier vielleicht. Hier könnte man vielleicht noch reingehen, aber.
Ja, machen wir einfach mal. So. Dann gehen wir hier auf den Crit noch. Schadenmultiplikator geht fit erstmal. Können wir hier noch auf Genauigkeit gehen? Genau. Finde ich super. So, okay. Damit haben wir einiges mehr an Leben und so. Das ist doch super. Generell bin ich sehr zufrieden mit der Skillung, aber ich denke, man könnte die noch perfekter, vielleicht perfekter machen, aber egal. Wir kommen somit klar und das ist das Einzige, was zählt. Wir speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder.